Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Outer Worlds. In der letzten Folge haben wir uns mit Njörka auf den Weg gemacht, die Materialien zu sammeln, um die Mantikönigin aus ihrer alten Basis rauszuholen. Und heute geht es dorthin und wir werden diese Mantikönigin hoffentlich aufmischen. Viel Spaß! Alles klaro, ab zurück zum Schiff. Kann ich da... Nö. Was sind das für Geräusche? Kamen die von hier drin? Achso. Megatroglo. Surprise! Zu Boden werfen. Ach du Scheiße. Und wenn ich jetzt sterbe? Njörka! Zieh dich, Kleiner. Du auch. Der war groß. Eloxiert. Rüstungsmod. Panzerung. Erhöht Rüstungswert von Körperpanzer und Helm gegen Korrosionsschaden. Ups. Plasma-Karabiner. Der Loot von dem Ding war auf jeden Fall nicht schlecht. Muss man ja schon mal sagen. Aber der hat ordentlich eingesteckt. Alter Schwede. Muss man ja Angst kriegen. Puh. Aber finde ich lustig, dass wenn man die Steine, die sie aufheben, die sie irgendwie magisch verzaubert haben, dass die dann plötzlich... waren die vorher auch schon hier? Dass die dann einfach verschwinden, die Typen. Ja, komm, was soll's, gehen wir hier durch. Kann ich die... Ich glaube nicht, dass ein Gedankenkontrollstrahl gegen Kampfdrohnen funktioniert. Na gut. Die haben uns durchgeschlagen. Ich wollte ja eigentlich zuerst schnell reisen, aber manchmal muss man einfach die Leuten die Fresse polieren. Vor allem, wenn sie einen mal umgebracht haben. Du läufst mir aber jetzt hinterher oder stehst du immer noch da hinten? Das wär's doch. Okay, auch zurück nach Monarch. Vielleicht ist ja diese eine Höhle, die wir gesehen haben. Wo die Basis von denen ist. A reminder to all crew members. There is only one toilet on. Monarch. Fallbrook war die Höhle, ne? Es war Fallbrook und dann war da ja die Brücke und unter der Brücke war die Höhle. Und ich weiß, dass es irgendwo noch Truhen gab, die richtig krass verschlossen waren, die wir auch aufsuchen wollten. Aber, ganz ehrlich, ich weiß schon lange nicht mehr, wo die sind. Ich wollte es mir merken, aber. Sind wir doch mal ehrlich, ich und Sachen merken, also. Ja. So. Ich habe gerade gesehen, wir haben ja hier Verbrauchsgegenstände freigeschaltet. Nur wie können wir diese jetzt nutzen? Ich weiß, dass das hier einen Shortcut hat. Aber wie soll ich auf das Raptidodenfleisch zugreifen? Wenn ich hier drauf halte, zieh es mir einfach nur rein, ne? Rechts ist keine Taste. Weiß es nicht. Die Frage ist nur, wie komme ich hier runter? Ah, wir müssen da hinten hin, ne? Oh, ist das nicht Cascadia da hinten die Ecke? Ah. Nee, nicht ganz. Wir sind aber hier. Das heißt, wir hätten uns quasi auch dahin porten können, aber... Wir sind jetzt hier. Das heißt, wir gehen zur Höhle und dann darunter. Das ist der Plan. Nur die Frage ist, wie kommen wir runter zur Höhle?
Ich gehe mal hier am besten außenrum mal. Mal schauen, vielleicht kriegen wir das hin. Ich glaube nicht, dass wir hier runterkommen. Was ist das für ein Ort? Nicht der richtige auf jeden Fall. Okay, gehen wir mal kurz hier hoch. Vielleicht können wir da einfach runterspringen. Oh, ich sollte... Oh, scheiße, ich habe Nyoka nicht weggebracht, ne? Oh Gott, wie viele denn noch? Ja, genau. Schütz dich, solange ich nachlade. Danke. Mega Mantisaurier. Was geht denn ab? Ah, du lebst doch? Okay. Du bist also noch krasser als eine Königin, ja? Großvisier, Fernkampfwaffenmod visiert. Visier erhöht den Schaden nach der Rüstungsdurchdringung. Hm, interesting. Okay. Wieso wollte ich nochmal zur Höhle? Bin mir gar nicht sicher, wo ich langlaufe hier. Ey, es geht doch hier hoch. Ich will doch runter. Dann habe ich auch noch einen Joker dabei. Oh, falsche Taste. Ins Feuer mit dir! Ich sag ins Feuer! Okay, ich weiß zwar nicht, wo wir gerade langlaufen, aber wir tun es einfach mal. Weil ich es kann. Bis ein Joker stirbt und ich mich dann aufrege, dass ich gestorben bin. Dass ich nicht weiter kann. Das ist ein guter Plan. Sollen wir durchziehen. Nice. Noch mehr Zeug. Will ich überladen? War klar. Wir sollten erstmal Rüstung noch loswerden, ne? Technikausrüstung. Nice. Eine Brille. Der Manager. Brooke und Elson. Hacken plus 5. Vielleicht verpasse ich irgendjemand eine Brille. Das wird auch mal was. Guck mal, hier ist was drauf. So, der Helm sieht auch gar nicht so schlecht aus. Die Brille behalten wir. Ich finde die lustig. Genauso wie das hier. Die Gesichtsmaske. So, das dürfte ja erstmal reichen. Ja, jetzt laufe ich schon wieder in eine ganz andere Richtung. Was mache ich hier überhaupt? Nein, oh, ich bin so ein Depp, ne? Der ist noch nicht tot, ne? Nein. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich will hier noch gar nicht langlaufen. Ich hätte ja kein Problem, was zu erkunden, aber nicht mit der Ollen hinter mir. Wir kommen hier einfach her zurück. Das ist auch ein guter Deal. Also nicht hierher. Wir laufen hier jetzt noch komplett durch. Aber wir laufen in die Richtung und dann gehen wir danach zur Höhle, wenn wir mit Nyoka durch sind. Oh! Jetzt weiß ich, wo wir sind. Bullshit.
Wir sind ja einfach nochmal hergelaufen, ne? Ja. Geil. Oh, ich bin durstig. Likör. Beans. Hier müsste ja alles geklärt sein, ne? Von daher müsste ich hier doch easy runterlaufen können. Hä? Hallo? Ich hab schon mal mehr Schaden gemacht. Ich hab auch schon mal besser getroffen. Joker, gehst du da bitte weg? Ich muss hier echt aggro sein, damit sie überlebt. Also nicht wundern, dass ich hier gerade wie so ein Berserker spiele. Meine Shotgun immer reinlaufe. Ich habe Angst, dass ein Joker irgendwie aus Versehen mal stirbt. War das gerade ein Helm aus Gold? Standard-Soldaten-Helm Gold. Heißt das, der ist einfach besonders gut? Naja. So, jetzt müssen wir nur noch die Mantikönigin überleben. Ihr da hinten könnt ruhig euch einen Keks freuen, dass ich euch nicht töte. Puh. Ganz vorsichtig hier lang. Okay, clean. Here we go. I haven't set foot in here since. I'm ready. Yeah. Right? Yeah. Here we go. Gut, dass du dich da hinten versteckst. Koron. Na, Corona. Oh, ich kann speichern. Wuhu! Wir sind safe. Wir sind safe. Nice. Augen tun langsam weh hier. Eine Schaufel? Kann sein, dass wir sie brauchen, weil wir sie ja beerdigen wollen, ne? Glitzernde Pilze. Ob hier noch irgendwie Mantisaurier kommen? Irgendwie, es wirkt hier still. Ein bisschen zu still. Ach, guck mal, bist du die Königin? Nein. Weiß nicht, was passiert. Boah, ich frage mich, ob ich den mit dem Gedankenkontrollstrahl angreifen kann. Ich meine, ich habe ja eh gespeichert, ne? Here we go. Sehr schön. Den Rest erledige ich. Ach, der liegt nur am Boden. Toll. Das war lustig. Ich weiß zwar nicht, was der Gedankenkontrollstrahl da so sagt, aber war schon funny. Das waren ein bisschen viele Leichen. Dafür, dass ich irgendwie nur zwei getötet habe. Okay, huh. Opa. Oh, breitkrempriger Hut. Oh mein Gott, den würde ich gerne tragen. Wenn sie meinen Charakter nicht vernichtet hätten. Ausweichen. Der ist schon cool, ne? Aber Schaden kriegen Kreaturen. Kannst du nichts gegen sagen, ne? Das muss eigentlich rein. Ich habe jetzt hier auf diesen Schwierigkeitsgrad nicht wirklich die Möglichkeit, einfach dumme Sachen anzuziehen und mich dann zu freuen, dass ich ihn. Dass ich einen Hut aufhabe, den ich dann eh nicht sehen kann. 60, alles klar.
Was habe ich für einen Debuff drauf? Habe ich einen Debuff drauf? Was ist das für ein Symbol da oben links? Neben der Flagge? Schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Kommt hier die Mantikönigin raus? Im Licht? Wirkt so, dass sie dann hier runterspringt. Alles klar, wir schubsen sie erstmal um, wenn sie kommt. Puh. Auf geht's, Leute. Well, this is the spot. You know, I thought I'd be angry. I thought I'd storm in here in a rage and exterminate all these bugs and everything would be all right in the end. But I ain't. I'm mostly just empty. A little sad, maybe. The first night Hayes and I spent in here, we knew it was home. It's safe. It's got a nice chill to it. But mostly, it doesn't stink of sulfur. Die Luft hier drin fühlt sich echt anders an. Monarch folks often joke about it. Not because of the smell or the grittiness it leaves in your throat. Not because of the headaches or the coughing. It's because there's no escaping it. It's life here, and there ain't anything you can do about it. But here, somehow the sulfur never made it. The nights we spent in here felt like vacations. So we started building. Urlaub, ja gut. Ich muss sagen, wenn man so eine Höhle hat, auf einem fremden Planeten, und diese Höhle auch noch sicher aussieht, kann ich mir gut vorstellen, dass das wie Urlaub ist. Ich meine, das ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob ihr das gemacht habt als Kind. Also die meisten haben es ja gemacht, dass man sich so, so im Wald eine Höhle gebaut hat oder so. Ne? Und ich würde sagen, das kommt dem Gefühl wohl am nächsten. Ihr habt all das gebaut, die ganze Basis. Das ist eine verdammte Höhle mit ein bisschen Schrott drin. We hauled in steel, hired sublight folk to help. That's how we met Anders and Opal. They stuck around after our contract was up. Opal liked camping. Anders liked chasing her tail. Four of us for a while, scraping together what bits we could to build our home. Then came Rebecca, a sawbones out of the Cascadia survivors, who took a kindness to Hayes. And Clara. Her little sister. I'll admit I wasn't keen on taking her on at first, but for a teenager, she was surprisingly capable. Ein Teenager hier draußen in der Wildnis von Monarch? Okay, man muss schon so ein bisschen blöd sein, ne? Believe me, I had my complaints. Jetzt sie tot. She had a head for numbers, helped us trade hides for food and materials, negotiated contracts. Turned out to be mighty useful. Clara, Hayes, Anders, Rebecca, Opal, and me. Six folks, one name, one family, Charon. Despite Monarch trying to kill us day in and day out, we managed to belong. Weißt du, was bald nicht mehr beißen wird? Die scheiß Käfer, räuchern wir sie aus, okay? Oh, Scheiße. Lass mich nachladen. Scheiße. Der hat mich erwischt. Okay, kann ich sie umschubsen? Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Nicht zuschlagen! Ah, es war knapp! Es war knapp! Ah. Okay, wir laufen mal ein Stück weg. Die wissen ja nicht, wo ich bin, ne?
Ist nicht gut. Weg mit euch! Oh, sie steht wieder. Oh, scheiße, ich muss nachladen. Bezieh dich! Sie steht schon wieder, ey. Muss hier weg. Okay, hier kann ich mich ein bisschen ausruhen. Jetzt bin ich voll geheilt. Okay. Der Kleine? Joker, Mann! Geht er weg! Wie sie da einfach steht, weißt du? Die war groß. Mr. Sauer. Nahkampfwaffenbot. Ja, brauche ich nicht. Taktische Schrotflinte. Oh, ich bin überladen. Mal wieder. Aber nur weil ich einen Debuff drauf habe, wahrscheinlich. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Oh. Das war schon ein bisschen anstrengend. Okay, Sachen von Wert behalten wir jetzt mal. Weil die anderen Sachen sind jetzt auch nicht viel weniger wert. So, Arbeitskleidung ist wertvoll. Du kannst, obwohl du bist Gold, ne? 22 Erlös. Komm. Hau doch ab. Ich weiß, was wir haben, was so viel wiegt. Der ganze Schissel hier. Ja, das hier vor allem. Gewicht 2. Je nachdem, ob es jeweils 2 sind. Dann sind das schon über 50. 54. Okay, sammeln wir den letzten hier ein. Habe ich ganz vergessen oder übersehen. Clara. Okay. Und wir sind begraben jetzt? Ja. Uff. Das war anstrengend. Hätte ich echt nicht erwartet. Dich hatte ich jetzt komplett wieder eingesammelt. Ich muss jetzt gucken, ob ich jetzt alles wieder eingesammelt habe. Hier konnten wir nicht hin. Kannst du das aufmachen? I'm going. Offensichtlich nicht. Na gut. Geschafft ist geschafft, Leute. So. Komm zu mir. Wieso soll ich zu dir kommen? Sehe ich gar nicht ein. I wish these were more auspicious circumstances, but at least we're all here. This bringing them together, burying them. This is the kind of thing Hayes would have done. That makes it stupid. By all accounts, we should have left well enough alone, but that also makes it right. Captain, thank you. Gern geschehen, Joker. You mind if we rest a spell before we head out? I'd like to bury Opal and Clara proper before I lay everyone's medallions to rest. Naja, sie soll machen, was sie will. Okay. Dunkelheit. Ich glaube, damit wäre es erledigt, wa? Ja. Nimm Phoenix zu deinem Treffen mit Harlow mit. Okay, dann kommt das als nächstes, der Eispalast. Viel bleibt nicht mehr übrig. Kann ich von hier aus schnell reisen? Das wäre ideal. Steht mein Schiff? Habe ich es nicht hier abgelegt?
Ja. Nee, von hier aus kann ich nicht schnell reisen. Na gut, wir müssen raus. Oh, ich hätte doch Medikamente für Schaden und so. Ich mach das nie, ne? Diese Medikamente für Schaden und alles mache ich nie. Ich bin einfach ehrlich gesagt zu faul für sowas und dann vergesse ich das auch einfach. Dass sowas existiert bei starken Gegnern. Und ich spare mir sowas auch immer gerne auf, deswegen benutze ich sie nicht. Ich finde das immer schade, sowas einfach wegzuwerfen, für normale Leute zu benutzen. Ja, und dann hänge ich da bei starken Gegnern. Jedes Mal. Aber ich kriege das ja offensichtlich auch so hin. Und damit kommen wir für die heutige Folge zum Ende. Die Mantikönigin war ein bisschen härter, als ich dachte. Ich habe ein paar Versuche gebraucht. Und jetzt ist sie tot. Zum Glück. Das war schon anstrengend. Ey, wir spielen ja auch auf einem recht hohen Schwierigkeitsgrad. Da kann es mal passieren, dass man stirbt. Ja, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns morgens in einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.